He? Was? Nein, almayacağız elimize gel kapalı. Ha? Çok sesli. İlker çok tatlı. Ya buraya gitmeyin. İlker sen çok mu heyecanlısın? İlker acayip heyecanlı şu an. Aşağı git. Onlar orada bir şey yok herhalde. Güvercin var. Evet, güvercinler var. Hadi yürü bakalım. Bak burada ne var? Hangi hayvan türü bu? Sen biliyorsun bunun ne olduğunu. Flamingo. Evet, flamingolar varmış burada bak. Flamingo. Gel flamingo. Bak kafasını nasıl sakladı. Şu an uyuyorlar herhalde. Ne mütat. Bir tanesi ayağı yukarıda bak da arkadaki. Gel sana bakıyorum. Çok güzel kafalarını kaldırıyorlar. Also, Kirin, mein Fazit, ich finde es hier schöner wie im Wilhelma. Ja, ich finde aber die Gegenden sind so zu klein. Finde ich nicht. Ja. Weil in Wilhelma... Warte, der Grab dort oder ich sag dir jetzt hin. Ja. Papa. Hey, da ist die Sudan çıkıyor. Da ist Sudan çıkıyor. Ayı, ayı. Gel, gel. Şurada da var.
Wir sind übrigens in Baku in einem Zoo. Das ist gar nicht so weit entfernt von unserer Bleibe. Auf den Fotos habe ich ganz andere Sachen gesehen, also ganz andere Bilder. Und dann dachte ich mir, hey, okay, willst du da hin? Alles sah so billig aus. So. Verstehst du, was ich meine? So. Unschön. Aber jetzt bin ich positiv überrascht. Der Park hat sich einfach angepasst. Ganz viel Holz, ganz viel Naturmaterialien. Die Bäume wurden, das Gehege, also die ganzen Netze wurden einfach drumherum gebaut. Also ich vermute, dass die hier wenig Bäume fällen mussten. So haben die alles so aufgebaut. Ein Jack. Das ist ja schon in dem Bärengehege. Wie gesagt, war da sogar so ein Bach, Wasser. Da hat der eine sich einfach mal drin gewälzt, gebadet. Es ist etwas kleiner. Es ist klein, aber schön. Und die Tiere haben Platz. Im Vergleich zu den anderen Wilhelmas in Deutschland, die haben genauso viel. Oder sogar auch weniger. Die Löwen zum Beispiel haben sehr wenig Platz. Ein Bison, Ilke. Ja, Bison. Gel 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 gel.